die drei besten neuen Features des Samsung Galaxy Note 7. Der S Pen, als solcher nicht neu, was er kann, allerdings dafür umso mehr. Wie man es eigentlich von Kugelschreibern kennt, lässt er sich nun auch mit dem typischen Klick aus dem Gerät ziehen. Auch die Spitze ist jetzt noch dünner und verspricht ein besseres Schreibgefühl bzw. für alle Kreativen auch präziseres Zeichnen. Das kann man am Note 7 jetzt auch, wenn es nicht entsperrt ist. Praktisch für jeden Gedankenblitz. Und danach kann man die Notiz wie ein digitales Post-it einfach an den Bildschirm heften. Richtig spektakulär ist aber, dass man ab sofort mit dem S Pen hunderte Sprachen spricht. Einfach auf das unbekannte Wort halten und der S Pen übersetzt mittels Google Translate. Wasser und Mobilgeräte sind ja eigentlich natürliche Feinde. Das ändert sich nun mit dem Note 7. Samsung verspricht, dass das Phablet wirklich wasserdicht ist. Also nicht einfach nur spritzwasserresistent, nein, man kann es richtig versenken. Zwar soll man es nicht unmittelbar danach an eine Stromquelle anschließen, was Sinn macht. Aber dafür kann man auch auf dem nassen Note 7 mit dem S Pen schreiben. Was bisher nur Geheimdienstagenten vorbehalten war, gibt's jetzt auch to go sozusagen. Der Iris-Scan. Dazu schaut man dem Note 7 tief in die Augen, um es zu entsperren. Zudem gibt's auch noch die Funktion des Secure-Folders, der Daten, die sonst niemanden etwas angehen, mittels Iris-Scan nochmal verschlüsselt.